Exklusive Einblicke hinter dem Vorhang. Die Autostadt überzeugt mit ihrem Unterhaltungsprogramm schon seit Jahren. Die Movimentos stechen dennoch heraus. Das Movimentos ist eines der ersten Tanzfestivals der Region. Die Tänze fanden bis 2006 nur im alten Kraftwerk von VW statt. Dort ist man eingeschränkt, also baute man binnen 9 Monate ein neues Gebäude, speziell für die Bedürfnisse des Movimentos. In einem der Trainingsräume wärmten sich die 18 Tänzer und Tänzerinnen, die teils in traditionellem griechischen Tanz, teils in westlichen zeitgenössischen Tanz ausgebildet sind, auf, um später den Auftritt zu üben. Die Tanzauftritte haben ca. 20.000 bis 30.000 Besucher im Jahr. Russell, Malifant und Vangelis ist nun das 5. Movimentos-Projekt dieses Jahres. Christian Kiel, die Leitung des technischen Eventmanagements, führt uns herum. Es werden hohe Ansprüche an die Lichttechnik gesetzt. So müssen die Decken besonders hoch sein, da die Scheinwerfer bewegt werden. Die genaue Fokussierung des Lichts ist ein weiterer Bestandteil der Anforderung. Mit Hilfe von Sichtachsen und Sichtlinien beim Messen wird garantiert, dass alle 809 Sitzplätze im Saal eine uneingeschränkte Sicht auf die Show haben. Im Gegensatz zu klassischen Theaterbühnen ist hier ein Schwingboden statt Holz eingebaut. Dies schützt die Gelenke der Tänzer. Hinter den Gästen im Dunkeln befindet sich das Front of House, kurz FOH. Hier befinden sich Audiokonsolen und Lichtpulte. Von hier aus kann man die ganze Bühne über Knopfdruck steuern. Die Choreografie The Thread, zu Deutsch der Faden, ist inspiriert vom griechischen Mythos des Minotaurus, eines Zwetterwesens aus Stier und Mensch, das auf Kreta in einem Labyrinth gefangen gehalten wird und dem regelmäßig Menschenopfer gebracht werden. Die Bedeutung des Stückes ist auf mehreren Ebenen aktuell. Der Minotaurus steht für die Urinstinkte im Menschen. Das Labyrinth ist bis heute ein Sinnbild für die unerforschten Abgründe der menschlichen Psyche, während der Faden häufig als das vorherbestimmte Schicksal gedeutet wird. Vom 24. bis zum 25. August um 18 Uhr am Hafen 1 können Sie in der Autostadt noch die Movimentos Akademie miterleben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene erarbeiten dabei 4 Choreografien aus und stellen diese auch vor.